Türkisblaues Wasser, smaragdgrüne Wiesen, weiße Sandstrände. Auf Iona betritt der Besucher ein kleines Paradies, einen Zufluchtsort vor der hektischen Welt. Hier stört kein Autoverkehr, nur Fischerboote wiegen sich sanft in den Wellen, während der Wind und das Meer rauschen. Iona ist eine kleine Insel am westlichen Zipfel von Mull, doch für schottische Christen hat sie eine große Bedeutung, denn von Iona aus hat der heilige Columba im 6. Jahrhundert die neue Religion unter die Pikten und Kelten auf dem Festland gebracht. So pilgern auch heute noch viele Christen auf die kleine Insel, um die Abtei zu besuchen. Vor der Abtei stehen zwei wunderschöne Keltenkreuze. Das 4 Meter hohe St. John's Cross ist allerdings eine Kopie des Originals aus dem 8. Jahrhundert. Dennoch, es zeigt deutlich, wie kunstvoll die Ornamente damals aus dem Stein gemeißelt wurden. Einige Meter weiter steht das 1200 Jahre alte St. Martins Kreuz, das hier die Zeiten überdauert hat, wenn auch etwas verwittert. Eine ganz eigene Atmosphäre geht von den Ruinen des alten Nonnenklosters aus. In den Grundmauern wachsen nun allerlei Pflanzen und das Sonnenlicht spielt in leeren Fenstern. Die Insel ist nur etwa 6 Kilometer lang und 2,5 Kilometer breit. Doch die abwechslungsreiche Landschaft lädt zu langen Spaziergängen ein. Dabei trifft man auf farbige Felsformationen, Strände und auch interessante Vögel wie diese Dohle. Wenn einen die Fähre schließlich wieder zurück zur Insel Mull bringt, ist das fast ein wenig wie die Vertreibung aus dem Paradies.